Hitradio FFH. Yogis Jungs. Neues aus der Weltmeisterkabine. So Männer, ihr wisst, warum wir heute hier sind. Nein, nicht um auch in der WM-Kabine gemeinsam über die Bayern zu lachen. Hä? Wir lassen lieber noch einmal Eintracht Frankfurt hochleben. Ach, und bevor ich es vergesse, wir fahren heute ins Trainingslager nach Südtirol. Genauer gesagt nach Eppan an der Weinstraße. Liebe Bayern-Spieler, ich weiß, ihr habt keine Tränen mehr. Aber in diesem Fall geht's um den Rebensaft. Weil Alkohol passt eh super zu euch allen. Hä? Naja, eure Formkurve war ja in letzter Zeit schon ziemlich schwankend. Oh. Die Zimmeraufteilung sieht übrigens aus wie folgt. Die Bayern-Spieler bekommen natürlich keine Dube-Zimmer, sondern Single-Rooms. Der Jonas Hector vom FC Köln schläft im Hochbett immer oben, dann kann er täglich für den Aufstieg trainieren. Nein, Mesut, du und der Gündogan, ihr schlaft nicht in der Präsidenten-Suite. Jetzt aber erstmal alle Mann raus auf den Platz. Wir machen noch ein paar kleine Reiseeinheiten. Ja, wir trainieren den Brennerpass. Hitradio FFH. Yogis Jungs. Neues aus der Weltmeisterkabine.